Was hat sich denn gestern genau gegen 18 Uhr in der Trafik, die überfallen wurde, zugetragen? Gegen 18 Uhr ist ein Mann in eine Trafik gegangen, hat dort an der Kasse hantiert, während der Trafikant im Nebenraum, im Lagerraum gerade beschäftigt war. Als der Trafikant dann in den Geschäftsbereich, also in den Kundenbereich wieder zurückgekommen ist, hat er den Mann an der Kasse hantieren gesehen, hat ihn zur Rede gestellt. Der hat sofort Geld verlangt und ein Küchenmesser gezückt und ihm auch in die Hand gestochen. Es ist anschließend zu einem Handgemenge gekommen. Der mutmaßliche Räuber hat dann versucht, den Trafikanten in einen Abstellraum zu sperren. Der Trafikant hat sich vehement gewehrt. Er hat hierbei auch Schnitt- und Stichverletzungen davongetragen. Die Schnittverletzungen sind relativ tief, die Stichverletzungen oberflächlich. Es ist dem mutmaßlichen Räuber nicht gelungen, den Mann in den Abstellraum einzusperren. Der Trafikant hat ein Dampfgerät zu fassen bekommen, hat dies als Schlaggegenstand, als Wurfgegenstand schlussendlich dann auch benutzt, um den Räuber in die Flucht zu schlagen. Konnte der Täter gestellt werden? Es hat eine sofort eingeleitete Fahndung gegeben. Der Trafikant hat eine vage Täterbeschreibung geben können, 1,75 bis 1,85 groß. Der Mann war mit Mund-Nasen-Schutz maskiert, ist eben geflüchtet. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Der Mann ist in ein Spital eingeliefert worden, in den Schockraum, ist aber nicht in Lebensgefahr, wird stationär behandelt. Die Videoüberwachung, die möglicherweise vorhanden ist, wird nun ausgewertet und auch das Opfer, sobald es aus dem Spital entlassen ist und befragt werden kann, zur Einvernahme ins Landeskriminalamt geholt. Hat der Täter denn Geld erbeuten können? Hat er etwas mitgenommen? Weiß man darüber schon etwas? Ob der mutmaßliche Räuber hier Beute gemacht hat, ist derzeit noch unklar. Der Trafikant ist im Spital, wird aufgrund seiner Verletzungen dort behandelt und sobald er einvernahmefähig ist, wird man klären, ob er feststellen konnte, ob hier Beute gemacht worden ist oder nicht. Gab es vielleicht beim Verlassen der Trafik auch Zeugen, die den mutmaßlichen Täter fliehen haben sehen? Die Ermittlungen stehen am Anfang. Der Vorfall hat sich gestern gegen 18 Uhr ereignet. Der Trafikant ist in ein Spital eingeliefert worden. Eine Sofortfahndung verlief negativ. Die Erhebungen laufen auf Hochtouren. Möglicherweise sind bereits Zeugen ausgeforscht worden, aber die Ermittler des Landeskriminalamts Wien arbeiten hier auf Hochtouren.